bin meinen Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schnapp, bleib dominant. Real G, deine Meinung ist relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wenn ihr gerade denkt, das ist eine Dauerwerbesendung, liegt ihr falsch. Das ist mein Intro. Für alle, die irgendeinen Kritikpunkt jetzt an der Stelle haben, äußert ihn gerne. Ich werde ihn registrieren, wahrnehmen, aber nicht zu Herzen nehmen. Ich fahre nach Berlin, Dickerchen, ja, in die Heimat. Ich bin nämlich ein Berliner Dicker. Was in Berlin ist, unser Freund, mein Bro, mein Liga-Konkurrent, Luciano Loco, hat seinen Auftritt in Berlin. Ich werde das Ganze für euch aufnehmen, aber es wird nicht so ein klassischer Konzertvlog, sondern bei mir wird so ein auf Lachkick, behind the scenes. Ich werde eigentlich nur Kacke filmen. Wir sind wieder eine ganze Mannschaft, die sich in Berlin versammelt. Deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Like da, kommentiert und abonniert diesen Kanal. Mich würde es sehr, sehr freuen. Und viel Spaß beim Vlog. From the bottom to the stars, kauf ein Auto für mein Burst. Und für die Leute, die sagen, wir, mit wen ich mit wir meine, ist Tim Latteier. Was geht? Ex-Club-Legende. Jetzt bei Bayreuth, Liga-Konkurrent, wie lange kennen wir uns schon? 10, 12. Ja, 10, 12 Jahre. Latti fährt auch nach Berlin zum Konzert und ich habe mir gedacht, lass uns eine Fahrgemeinschaft bilden, weil das kommt in den Normalfällen nicht mal vor. So spart die Geld, so tut der Umwelt was Gutes und so habt ihr auch mehr Unterhaltung, als wenn ihr alleine fahren würdet. So, es ist jetzt 16.34 Uhr, wir haben ungefähr 3 Stunden von Nürnberg nach Berlin gebraucht und vielleicht erkennt man es, das Wetter spielt auf jeden Fall nicht mit. Was richtig lustig ist und auch richtig random, ich habe vor 3 Monaten in Berlin meinen Schlüssel verloren und glücklicherweise, weil ich so ein schlauer Kerl bin, habe ich einen AirTag dran. Heute ist der 19. Februar und ich werde heute auf die Jagd gehen nach meinem Schlüssel. Das heißt, fast 3 Monate später, fast, gehe ich meinen Schlüssel suchen, den ich verloren habe. Aber besser jetzt als nie. Deswegen, falls ihr das gerade euch anschaut, drückt in diesem Moment die Daumen, macht die Augen zu und für alle, die es interessiert, das Ergebnis wird es dann auf Snapchat geben. Deswegen, alle, die noch nicht auf Snapchat aktiv sind, kommt auf Snapchat, da gibt es von mir OnlyFans-Content. Wir sind jetzt hier am Kudamm und ich werde jetzt noch ganz schnell ins KDW flitzen, weil ich ein Geschenk kaufen muss und dann lohnt sich das. Ich denke, es wird ein Parfüm oder eine Sonnenbrille, die ich schenke, weil ein sehr guter Freund hat heute Geburtstag von mir und ja, dann kombiniere ich das und wir gehen aufs Luciano-Konzert. Und da werde ich ihm das dann schenken. Deswegen ab zum Kudamm. Was laber ich ins KDW? Kleine Message, vielleicht ein kleines Update zu der Schlüsselthematik. Ich habe ihn nicht gefunden. Und falls ihn einer von euch irgendwie findet, gerne bei mir melden. Was mein Geldbeutel angeht, auch noch gerne bei mir melden, falls der auch mal irgendwann auftaucht. Deswegen heißt es aber nicht, dass ihr nicht Snapchat abonnieren sollt. Abonniert trotzdem Snapchat, da gibt es immer ganz viele neue News. Zum Beispiel brandaktuelles und dem Fußball, verlässt Thomas Tuchel den FC Bayern München, ja, nein. Solche exklusiven News seht ihr nur auf mein Snapchat, ja. Yeah. Ich habe mich entschieden, es ist diese Brille, ein sehr schlichtes Gestell. Das Ganze schaut so aus, ja, relativ schlicht, einfach, kann man relativ gut im Alltag tragen, finde ich. Sagt mal, was ihr genommen hättet. Brille 1 oder Brille 2? Das ist Brille 2, das andere ist Brille 1. So, wir sind jetzt hier, Mercedes-Benz Arena. Ihr wisst Bescheid, jetzt wird, ab jetzt wird nur noch Quatsch kommen. So Sachen wie von, keine Ahnung, Sydney. Was ist eure Meinung zum Dick Pic Leak von Drake? Cool. Respekt. Ich sag echt, ist groß. Ich respektiere das so. Ja, gerne auch mal hier eine Abstimmung machen. Wir warten auf Eli.
vom Konzert, weil Eli mal wieder nicht pünktlich ist. Mercedes-Benz Arena haben wir auch schon gefüllt, deswegen nichts Besonderes. Der junge Mann hat heute Geburtstag, also falls ihr das seht, gratuliert ihn gerne zum Geburtstag, wünsche ihm Gesundheit und Glück. Der Rest ist selbstverständlich, ne? Reichtum und so kommt eh. Ada, der ist aus Türkei hierher gelaufen. Wir haben gerade, ich und Sydney haben gerade über dich gesprochen, ne? 60 Kilometer, schämst du dich nicht? Ich schwöre, ich find's nicht cool. Mach, zeig Hand. Das ist nur ein Radler, Leute, bitte tut mir nichts. Da unten ist dein Gegner, so gesehen. Ja, ich weiß, ich hab schon Konkurrenz. Da unten ist Konkurrenz. Ja. So. Und ich hab ihn auch schon gesagt, also falls Luciano das sieht, mach dir keine Sorgen, Eli hat das Ding auch schon gefüllt. Ja. Ja. Wir waren schon voll, ne? 20 Minuten nach dem Ding. Guck mal, wie krass das ist. Das war die Lounge neben uns. Ja, für die Creator. Da waren die ganzen Creator, ne? Ja. Hallo, meine Show. Aber ein Radler oder was? Ey, guck mal, ich habe gerade als zweites Geburtstagsgeschenk habe ich unseren Duft geschenkt. Sag es jetzt, Ada. Ich gut. Ja? Yeah. Super. Ja, yeah, super sehen, ne? Ja, warum habe ich auch mal keins bekommen, oder? Ganz viele Mausis. Gut. Plätschelt! Wesh, wir sind hier gerade bei Luciano Konzert hier in Loge von Luciano. Alles ihr hart verdient, öffne die Türen, die Lach verwirrt. Und die Muschi! Es kommt so unscheinbar, so viel für 500 Tage. Muschi, mach mal! Ja! Vergiss die Zeit, gib nicht den Augenblick. Berlin hat ihre Energy. Yeah! Mein Name ist DJ Bandi! Day One! Wenn ich sag Lucio, sag die Loco! Gang! Lucio! Luciano! Yeah. One, two, three, let's go! Oh. Leute, wir gehen am Wochenende die Win Challenge rein. Hans Zimmer Time. Leute, es wird ein absoluter Bruch, aber ich bin der Gotti, kein Problem. Bis zum Sky und endlich nicht noch ein weiter Weg. Yeah, lights up. Zeig, zeig, zeig. Yes. One, two, three, let's go for broke. Doch ein Fall, doch ein Fall. Komm an Bord, hier mein Billy Blue Ball. Wer ist alles hier? Bruder, Mbappé ist da, Neymar ist da, gerade war Suarez da. Alle da! Frank Kretzig ist auch da. Yes! Frank Kretzig, nein, du bist Pantovic. Pantovic? Ja! Mach mal einen Aufruf, wer dich rufen soll. Chayas, Brechayas, soll ich nicht vergessen. Sinne, geh mal hoch. Starke, 9-1. Was geht ab, Dicker? Ada, lauf runter! Geh runter, Ada! Das sind 25 Treppen! Doch! Wenn das einer kann, dann kann du! So, Freunde, wir waren gerade noch bei Lucio Loco! Für alle, die es nicht gemacht haben, geht auf die Tour von Luciano. Warum? Weil sie sich lohnt. Der Mann hat Energie, der Mann braucht Energie von euch. Deswegen schaut gerne vorbei. Und ich habe mit ihm vereinbart, es wird einen Exklusiv-Vlog geben von München.
Also ich werde nach München gehen, weil es ist in der Nähe von Nürnberg. Und da wird es einen Exklusiv-Vlog geben, den ich für euch aufnehme, wenn ihr Hype seid. W's in the Chat, weil der wird wirklich krass. Ich habe gehört, wer nach München kommt, wer in München noch keine Tickets hat, bitte, kommt nach München. Macht's gut, ja, ihr Schnuckerpuppen. Mach's gut. Ajo, ajo. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Abend und einen guten Morgen. 1, 1, 2, 2. Mr. Nice Guy is so high school musical American Pie.